Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich habe Alte gerade bei seiner Oma abgeliefert. Heute ist nämlich Oma-Tag und für mich steht jetzt erstmal natürlich, wie könnte es auch anders sein, Haushalt an. Ich bin nämlich so lange nicht mehr zum Haushalt gekommen, weil wir nur unterwegs waren und immer was zu tun hatten und da musste der Haushalt echt drunter leiden. Deswegen mache ich mich jetzt zuerst wie immer an die Hausarbeit und danach geht's weiter. So meine Lieben, überall ist jetzt wieder picobello sauber und aufgeräumt und ich gönne mir jetzt einen Kaffee. Und ich gönne mir jetzt natürlich erstmal einen Kaffee und anschließend gibt es eine kleine Update-Roomtour. Seit der letzten Roomtour hat sich nämlich viel in unserer Wohnung getan. Ich finde, unsere Wohnung ist jetzt wirklich perfekt, so wie sie ist. Und ja, da zeige ich euch natürlich nochmal alle Details genauer und auch ein kleiner Themenhaul wird folgen. Vieles, was ihr hier nämlich in der Wohnung sehen werdet, ist aus Temu, aber bleibt auf jeden Fall dran. Nach meiner kleinen Kaffeepause geht es auch direkt weiter. So meine Lieben, mein Kaffee ist leer, das heißt, jetzt geht's an die Roomtour. Und jetzt kommen wir wie zum versprochenen Update unseres Wohnzimmers. Wir haben nämlich seit der letzten Roomtour einiges verändert und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt im Eingangsbereich an. Zuvor hatten wir ja nur hier diese Akustikpaneele. Wir haben uns dann dafür entschlossen, dass wir komplett alles mit diesen Akustikpaneelen voll machen, damit wir einfach den Eingangsbereich räumlich etwas abtrennen. Und mein größtes Problem, was ich unbedingt beseitigen wollte, war nämlich hier dieser Sicherungskasten. Und jetzt haben wir das Akustikpanel so angebracht, dass wir das jederzeit öffnen können, aber man einfach diesen Sicherungsschacht und auch diesen Heizschacht, den wir hier unten haben, nicht sieht. Und wenn wir das nicht brauchen, können wir das einfach wie eine Tür wieder schließen. Außerdem haben wir hier so Garderobenhaken angebracht. Das ist jetzt auch, wie man unschwer erkennen kann, unsere Garderobe. Außerdem ist mein Ganzkörperspiegel jetzt hier angebracht worden. Hier haben wir auch, schaut mal, Licht, falls es am Wintertag mal etwas dunkel sein sollte. Und einfach zu Dekozwecken haben wir auch noch hier dieses Regal hier angebracht. Das ist übrigens auch speziell für diese Akustikpaneele gemacht und man kann das einfach hier in dem Filz befestigen. So, dann schwenken wir mal auf diese Seite. Hier ist nämlich auch ein neues Schmuckstück eingezogen und zwar dieses Highbot hier. Ich finde auch von der Optik, von der Farbe und auch so vom Design passt es viel, viel besser als das andere. Hier war ja so ein abgerundeter ovaler Schrank mit Rattan, der ja von Anfang an eigentlich kaputt angeliefert wurde und den haben wir jetzt endlich ausgetauscht. Und auch hier diese Regalwand haben wir noch hinzugefügt, weil ich fand, dadurch, dass wir einfach hier nur weiße Gardinen haben, ohne Schal, sah es hier so nackig aus. Und dadurch, dass sie jetzt auch nochmal neu verputzt wurde, haben wir quasi so einen 3D-Rahmen erhalten. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Highlight und Update in unserem Wohnzimmer und zwar diese TV-Wand. Die hat sich Hakan unbedingt gewünscht. Ich war wirklich sehr skeptisch, wie das aussehen würde, weil ich mir dachte, vielleicht wird es ja einfach viel zu voll aussehen. Aber ich muss sagen, mit der neuen Fernsehwand ist das Wohnzimmer einfach sowas von komplett und perfekt geworden. Es hat so einen modernen Stil und ich finde, wie gesagt, alles ist jetzt schön abgerundet. Auch mit den Farben, was sich hier in diesem Muster widerspiegelt, dieses Beige, Braun, Holz und auch diese Marmoroptik, ist jetzt einfach alles perfekt geworden. Auch unsere Bilderwand hier ist neu, by the way, bevor ich es vergesse. Da hat sich jetzt nicht viel geändert, da haben wir einfach nur den Inhalt ausgetauscht und das passend zu unseren Sitzkissen. Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber bei uns in der ganzen Wohnung befinden sich Produkte von Temu und die zeige ich euch jetzt mal etwas detaillierter.
Und dieser Topfsieb, Leute, das war auch definitiv die beste Investition, die man machen konnte. Das passt nämlich auf jeden Topf und wir alle kennen das Problem, wenn wir Nudeln kochen. Man hat nie Lust, nochmal extra den Sieb rauszuholen. Und das kann man, schaut mal hier, super easy einfach an jeden Topf klemmen. Also es passt auf jede Größe. Und dann kann man hier einfach die Nudeln aussieben. Also es ist wirklich so praktisch. Auf jeden Fall eine Top-Empfehlung von mir. Das ist bei uns so oft im Einsatz. Was ich außerdem noch total cool finde, sind diese Wäschekörbe, die man zusammenklappen kann. Jeder von uns kennt das Problem genauso. Man hat immer wenig Platz, wenig Stauraum. Deswegen habe ich auch nie Platz für solche Körbe. Aber wenn man die nicht benötigt, zusammenklappen und dann einfach unterm Bett, unterm Schrank, über dem Schrank oder seitlich auf jeden Fall super gut verstauen. Leute, ihr müsst auf jeden Fall auch mal auf Temu vorbeischauen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ich finde echt, da gibt es so mega schöne Sachen. Von Deko bis Haushaltsartikel bis Spielzeuge für Kinder. Also da gibt es wirklich unzählige Kategorien. Ihr werdet auf jeden Fall fündig werden. Und ich finde, die Sachen sind auch wirklich qualitativ. Ich bin wirklich positiv überrascht, gerade auch bei den Vasen und so weiter, wie qualitativ die sind. Außerdem gibt es einen kostenlosen Versand für neue Kunden und einen kostenlosen Rückversand bis zu 90 Tage. Also falls euch die Produkte nicht gefallen, könnt ihr sie wirklich unproblematisch einfach zurückschicken. Und alles, was ihr bestellen werdet, wird auch auf jeden Fall ankommen. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, aber alles kommt an. Also alles ist sicher und auf jeden Fall legal. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe jetzt auch einen tollen Rabattcode für euch. Den blende ich euch hier unten ein. Und alle Produkte, die ich euch gezeigt habe, findet ihr unten in der Infobox. Also vorbeischauen, nicht vergessen. So, das war es jetzt auch mit dem Update unseres Wohnzimmers. Das Einzige, was ich wirklich bereue, also ich finde wirklich, alles ist richtig perfekt geworden, super harmonisch, also genau wie ich es mir vorgestellt habe. Das Einzige, was ich wirklich bereue, ist zum einen diese Couch hier. Ich wollte mir eigentlich auch eine neue Couch kaufen, also optisch sieht die echt super aus. Ich wollte auch so eine zarte, nicht so eine wuchtige Couch und so eine abgerundete Couch. Also so optisch gefällt es mir zwar immer noch, aber die Qualität von den Sofas ist einfach so grottenschlecht. Die Sofas sind super eingesessen, die Federung ist sehr schlecht und schaut mal den Stoff an. Da sind Fusel des Grauens und je öfter man die Couch eben nutzt, also je öfter man sich draufsetzt, desto mehr fuselt die Couch. Dann will ich da unbedingt ein neues Sofa oder eine neue Couch, vielleicht eine L-Couch oder so kaufen. Aber da warten wir jetzt einfach noch, dass Alter so ein bisschen älter wird, weil ich wieder eine helle beige Couch will und er macht mit sicherlich alles schmutzig. Und deswegen warten wir einfach noch so ein paar Monate oder vielleicht sogar noch ein Jahr, bis er aus dem gröbsten Alter raus ist, damit wir uns eine neue Couch kaufen können. Und was ich noch vielleicht so ein kleines bisschen bereue, aber mir nicht sicher bin und das niemals neben Hakan sagen darf, Leute. Das darf er niemals erfahren, sonst bin ich tot. Wir haben hier überall diese Marmorfliesen. Hier im ganzen Wohnbereich. Und in Altais Zimmer haben wir einen Vinylboden in Fischgrätoptik. In so einem sandigen Beige einfach. Seht ihr das? Und ich muss sagen, mir gefällt eigentlich der Boden aus Altais Zimmer so unglaublich gut. Besser als der Marmorboden hier. Das ist so meine einzige Überlegung, was wir aber niemals mehr ändern können, ob wir vielleicht nicht überall so einen Boden machen hätten sollen. Wenn ich so in den Raum schaue, finde ich es zwar auch super schön, weil durch das Weiße hier wirkt alles halt viel heller und viel größer. Aber stellt euch jetzt auch mal dieses Fischgrätoptik vor. Dadurch würde alles noch viel, viel wohnlicher und heimischer und einfach viel schöner ausschauen. Weiß nicht, ich habe hier so einen Holzfetisch. Also ich finde hier Holz super gemütlich und wohnlich und ich finde, es macht eine super warme Atmosphäre. Und dieses weiße Marmor, ja, ist halt etwas kühler. So, das ist wirklich das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen bereue und beim nächsten Mal anders machen würde. Aber das darf Hakan wirklich niemals erfahren. Das habe ich auch noch nie erwähnt, weil er von Anfang an gesagt hat, bist du dir sicher mit dem Marmor? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Wir können es nie wieder ändern. Und ich immer, ja, ja, ja. Aber wenn ich jetzt so den direkten Vergleich sehe, dann, wie gesagt, denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es mit dem Fischgrätboden doch schöner geworden. Aber egal. Das war es jetzt aber auch schon mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst uns ein paar Daumen da. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.